Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. So, ich hatte ein paar Tage Pause. Ich muss erstmal wieder reinfinden. Hier sind irgendwelche Überreste. Ja, ein bisschen Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich muss die Maus was langsamer machen. Ja, das ist besser. Was hatten wir denn für Quests gerade? Oh, ne, Quest war das nicht. J, ne? Ah, genau. Der Barges-Vertrag. Ich muss Abigail aufsuchen, um meine Belohnung zu erhalten. Mhm. Barges-Schädel haben wir also genug. Ertrunkenen-Vertrag. Die Kirche des ewigen Feuers bezahlt für die Tötung von Ertrunkenen. Ja. Quest auf der Karte verfolgen. Das ist die Kirche. Komme ich hier raus? Escape. Hund. Achso, ich muss hier umwechseln auf leichter Gegner. Good one. Ach ja, ich habe mir meinen Timer nicht gestellt. Timer. So. Ha, mehrere Gegner. So, ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Wir könnten eigentlich mal kurz was mampfen. Was essen wir denn Schönes? Hier, so ein Schinkenbrot. Mh, lecker. Ah, Rechtsklick benutzen. Ah, alles klar. So, jetzt regenerieren wir schneller Zeug. Wie ging das nochmal? Shift. Vitalität. Beschleunigt vorübergehend die Regeneration. Ich spuck auf euch. Was ist denn hier los? Dir zeigen wir es, du Würstchen. Tanz uns was, du Dreckszwerg. Ja, Rassismus kommt hier auch vor. Die haben was gegen den Zwerg da. Das muss ich mal überlegen. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Energie. Ihr werdet bald eure Zähne vom Boden auflesen. Sollen wir irgendwie einen stärkeren Trank nehmen? Rechtsklick zum Nutzen, Grundstoff für Tränke, Schwalbe, Regeneration verstärken. Ja, den nehmen wir mal. Los geht's. Was geht hier vor sich? Was habt ihr mit diesem Zwerg zu schaffen? Wir rasieren ihm den Bart ab. Was kümmert euch das? Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Ihr liebt die Anderlinge? Steckt die Waffe weg. Und hört auf, damit rumzufuchteln, wenn ihr sie behalten wollt. Oh, ein Lebendiger. Holt ihn euch, Kumpels. Tötet den Penner. Ihr habt es so gewollt. Lesen. Jetzt stark. Okay.
immer noch der Starke da. Habe ich mal gewechselt auf den starken Angriff. Sehr gut. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt? Seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Shivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Shivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. Ihr seht besorgt aus, vielleicht ein andermal. Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. You welcome. Die Einschüchtern möchte jetzt gehen, Sultan. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Die Breckenricks? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenricks heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Ich muss jetzt gehen, Sultan. Wir reden später. Farewell. Ja, wir plündern erstmal die ganzen anderen, die hier überlebt haben, die gestorben sind. Ja, sind schon schnell verwest, wie ihr seht. Ja, Inventar folgt, das rostige Schwert wollen wir sowieso nicht. Also man kann nicht mehrere Waffen mitnehmen und irgendwie dann bei sich tragen. Wenn ihr es gerade mal seht, man kann halt nur so eine Hauptschwertwaffe haben und hier so ein Dolch und davon auch was. Da weiß ich gar nicht, Silberschwert, achso, das haben wir noch nicht. Das brauchen wir gegen bestimmte Gegner, die halt so, ja, nur mit magischen Klingen verletzt werden können. Oh, ein Ring. Was kann der denn? Silberner Bernsteinring. Ja, ist nichts Besonderes. Könnten wir jetzt hier anziehen, aber wir haben keinen Nutzen daraus, deswegen lassen wir das mal. Ich will mich auch nicht zu weit von dem Dorf hier entfernen. Halt, hier war irgendwo noch eine Überbleibsel. Weil ich halt die ganzen Sachen verkaufen will und tagsüber halt auch noch hier ein paar Häuser abklappern wollte und ein paar Gespräche führen. So. Ah, des Nachts gehen wir hier nicht rein.
Also man kann auch alles stehlen. Also das hat keine Auswirkung irgendwie, dass die sagen, hey, Spiel stiehlt uns oder sowas. Also wie bei der Elder Scrolls-Reihe, so, also das passiert hier nicht. Das heißt, wir können in die Häuser reingehen, können einfach alles mitnehmen. Ja, ein paar Tierchen. Hier haben wir ein paar Pflanzen, die ich leider noch nicht ernten kann. Dafür muss ich bestimmte Bücher lesen, um bestimmte Pflanzen ernten zu können. Und daraus dann wiederum irgendwelche alchemistischen Zutaten zu machen. Ich klappe hier ein bisschen so den Rand vom Fluss ab, weil ich halt noch diese Ertrunkenen haben will. Das sind halt so Seemonster. Neue Region. Kaufmannsbrücke. Was sagt die Zeit? 5:30 Uhr. Es ist früher Morgen. Da rennen wir nicht zu weit darüber. Also dafür, dass es 5 Jahre auf dem Buckel hat, sieht es noch echt gut aus. Aber der zweite Teil übertrumpft das enorm. Der sieht richtig, richtig geil aus. Den werde ich auch irgendwann mal let's playen. Ich hatte auch, glaube ich, ein Rendezvous gehabt das letzte Mal, oder? Mit dieser Wirtsfrau, die ich da gerettet hatte. Tag- und Nachtwechsel finde ich auch sehr gut gemacht, wie es langsam heller wird. So, fangen wir mal hier an. Eine Stadtbewohnerin. Früher schätzte man Blumen. Nun pflanze ich nur noch Tulpen an. Können wir ein Geschenk machen? Unterwegs sah ich sehr viele Blumen. Oh, ihr habt mir einen kleinen Strauß Wildblumen gebracht. Dafür gebe ich euch nur zu gern Tulpen. Ich sehe mich ein bisschen um. Also, wir müssen Wildblumen besorgen, dann gibt sie uns Tulpen. Die können wir als Geschenke dann machen und können damit irgendwelchen Frauen irgendwelche Geschenke machen. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden. Linksklick während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen, um zu versuchen, damit Charaktere zu bestechen. Boah, wir haben nicht viele Orens. Geben die mal 7. Ah. Viel Glück. Hasta luego. Lülü. Der Freund vom Vista. Ein Ich Stadtbewohner, der. lebte einst in Vizima, doch die Armut vertrieb mich in die Okay, Außenbezirke. da können wir nichts Genaues machen. Kleiderschrank. Dann wieder raus hier. Alles plündern, können wir verkaufen, kriegen wir ein bisschen Geld rein. Falls wir genug Platz noch haben. Ja, wieder Standard. Viel Glück. Interessant. Ja, du schätztest Blumen. Anscheinend. Ich lebte einst in Vizima, doch die Armut vertrieb mich in die Also ein Standard-NPC, die dasselbe immer sagen. Da haben wir noch eine Kette. Und eine Fackel. Ihr könnt nicht eine weitere, ja, aber die tauschen wir aus gegen die Axt. Geht das nicht gegen die Axt? Ach, hier war das, genau. Wir brauchen nämlich diesen blöden Dolch nicht, aber eine Fackel können wir gut gebrauchen. Wenn wir in irgendwelchen Dungeons sind. Lasst euch nicht töten! Nö. Werde ich nicht tun.
da rein? Nein. Da ist nichts. Da ist noch eine Tür. Die Männer beim Tempel sprachen von euch. Mhm. Hey, was haben wir denn hier? Grundlagen der Alchemie. Okay. Das können wir uns mal was näher angucken. Kiste mit Obst. Und du redest wieder den Standardsatz. Ja. Die haben alle durch die Pest kein Geld und viele Opfer und was weiß ich und sind arm dran und deswegen beraube ich sie alle. Hey, wo rennst du denn hin? Ich will diese Kommode untersuchen. So. Ein bisschen Wein. Ich sage nichts. Ja, dann. Dann sag halt nichts. Wieder ein Haus. Kapelle des Feuers. Okay, die Tür ist nicht benutzbar. Jetzt haben wir eine Seite schon fertig. Venas Großmutter. Hallihallö. Vesna schläft. Sie sagt, ihr hättet ihr geholfen. Danke. Ja, also in ein paar Häusern ist es ganz schön am Ruckeln. Warum auch immer. Okay. Ja, die schläft da drin. Mit der können wir aber ein Techtelmechtel noch haben, glaube ich. So, da ist die Kapelle. Da sollten wir den Geistlichen treffen drin. Ah, nächste Morgen ist da. Die kommen jetzt alle raus, die Kerlchen. Etwas Geld. Sehr gut. Und da ist auch der, den ich gesucht habe. Los, Geistlicher. Beweg dich raus. Ah, der ist irgendwie verbuggt. Ja, gut, dann gehen wir gerade mal rein. Ich hoffe, wenn ich wieder rausgehe, dass er da nicht drin stecken ist, sondern sich vor die Kapelle getan hat. Also die gehen auch ihrer Arbeit nach, wie ihr seht. Haben also einen bestimmten Tagesrhythmus, den die Personen machen. Ja, wäre der Kampf ein bisschen besser noch gemacht? Prophezeien berühmte Weissagen der Elfen. Okay. Sollten wir ein paar der Bücher lesen. Das gibt nämlich immer wieder Einträge. Buch wurde in Trag Glossareintrag hinzugefügt. Sehr gut. Ich müsste mir alle Bücher mal aufschreiben. Später weiß ich sonst nicht, welche Bücher ich schon habe und welche ich noch kaufen muss, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Also je mehr Wissen man hat, desto mehr kann man mit der Welt interagieren. Das heißt, wenn du ein Kräuterbuch hast, ein bestimmtes, kann man dementsprechend auch die Kräuter oder die Leichen ausnehmen. Ich kenne vielleicht eine von Gothic, da war das, glaube ich, ähnlich gemacht. So, Haus des Geistlichen weg. Ja, da ist er. Sehr gut. Hallihallöchen. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch. Das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund.
Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. So, dem fragen wir gleich mal aus. Machen hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Jojin.